I am a trained and experienced field coordinator working on behalf of Generalstrasse himself. Do you know how much misfortune you are in if you do not release me? There is no point in keeping me here. I will be very lenient to you and the nurse and her family if you let me go immediately. You have my word on this. You. Warum hörst du nicht, du Schwachkopf? Like you. Do you realize who I am? It would serve you well. Du bist ein gottverdammter Herrenanstaltsinsasse. Let me tell you how this is gonna work. I'm gonna ask you one question. You are going to answer that question in a way I find satisfactory, and if you do not, I will saw your head off with this here appliance, you hear me? So here it comes. Where are you people keeping the captured resistance fighters? I'm sure. I don't know what you're talking about. There is no resistance! Zur Hölle mit dir und deinem verdammten Widerstand! Okay, I'll tell you! Damn it! What do you want to know? The resistance fighters, where are they? Berlin, Eisenwald, prison. But you'll never make it there. Checkpoints everywhere, looking for you, looking for you, looking for you and the nurse. And soon they will find this place. And then you will be on your knees! No, gotowy, gotowy. Alarm! Take my hand. The road is not safe. You kill the Nazis. Here, I stay with Carl. If somebody... We wait for you here. Kill everyone. You Nazis messing with my friends. We haul precious cargo. We have a train to catch. Thank you.
Gott! Ich bin getroffen! Oh!
Shoot the Nazis! We wait here! Thank you.
damn this place now! Robot! Sehen. Ja. Sehr schöne arische Züge. Findest du nicht auch, Bobby? Ja, mir gefallen seine Augen. Bitte, setzen Sie sich. Entschuldigen Sie mein Benehmen. Ich bin Obersturmbannführer Engel. Und das ist mein liebreizender Begleiter. Das bist du doch, Bobby. Schatze. Ich möchte Sie einem Test unterziehen. Damit lassen sich Spuren unreinen Blutes, die in den Adern einer Person fließen, feststellen. Ich bin mir sicher, dass Sie diesen Test mit Leichtigkeit bestehen werden. Und wenn nicht, dann werde ich Sie erschießen. Haben Sie das verstanden? Das ist nur ein Test!
aber antworten Sie ehrlich. Wenn Sie nach der Waffe greifen sollten, sind Sie tot. Noch bevor Sie Ihre Entscheidung bereuen werden. Gut. Lasst uns anfangen! Wählen Sie das Foto, das Sie erregt, wenn Sie wissen, was ich meine. Ach so. Und jetzt wählen Sie das Foto, das in Ihnen Glücksgefühle auslöst. Interessant. Meinen Sie, dass dieser Mann unreines Blut hat, Bernhard? Ich weiß nicht, Frau Obersturmanführer. Ja, das werden wir bald wissen, nicht wahr? Diesmal wählen Sie das Bild, das Sie am meisten mit Abscheu erfüllt. Sagen sollen, dass das Ihre letzte Wahl ist. Also wählen Sie weise. Ich sage Ihnen etwas. Wenn Sie ein Nicht-Arier gewesen wären, hätten Sie zur Waffe gegriffen. Sie müssen diese Dame schon entschuldigen, aber sie ist sehr stolz darauf, diese Bilderrätsel mit wildfremden Männern zu spielen. Diese Bilder. Urlaubsfotos, alte Kriegsaufnahmen. Gar nichts. Davon abgesehen kann ich ein Nicht-Arier mit bloßem Auge erkennen. Du etwa nicht. Lassen Sie ihn gehen, Bernhard. Ich nehme mal an, eine bildhübsche Frau wird in seinem Abteil warten auf ihn. Ach, Bobby, lass gut sein. Vergessen Sie den Kaffee für Ihre Freundin.